Ja, dann von mir auch mal Hallo in die Runde. Es sind ja doch einige Leute, die sich nicht vom Mittagessen haben weglocken lassen. Olivia hat schon gesagt, ich bin der Programmleiter von Daedalus. Daedalus ist das Programm, mit dem Dataport alles oder fast alles bündelt, was mit der Umsetzung des Online-Zugangsgesetzes zu tun hat. Wir machen das mittlerweile seit mehreren Jahren. Online-Zugangsgesetz ist ja eigentlich im letzten Jahr schon final und erfolgreich beendet worden, haben Sie alle mitbekommen. Wir haben das auch geschafft und wir haben deswegen auch dieses Jahr noch verschiedene Sachen uns vorgenommen, habe ich ja aufgeschrieben mit unseren Programmkollegen. Wir wollen dieses Jahr noch das Ziel erreichen, insgesamt mehr als 450 Dienste auf der Plattform zu haben, aus 8 Themenfeldern, die unsere Trägerländer bearbeiten, entweder als Themenfeldführer oder weil sie in diesem Kontext selber noch Dienste umsetzen. Und all das mit einer starken Mannschaft, die im Programm gebündelt ist. Das hat Olivia schon gesagt, wir sind ein sehr großes Programm. Wir haben mittlerweile ungefähr 650 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Wir haben mal angefangen mit ungefähr 100. Da hieß es aber auch noch, OZG ist eine total einfache Sache und Konjunkturpakete brauchen wir auch nicht. Und Corona war noch in weiter Ferne und dann hat sich das alles geändert. Digitalisierung wurde deutlich wichtiger, OZG wurde noch dramatischer und dann sind wir mitgewachsen mit unseren Trägern. Wir machen mittlerweile Online-Dienste und Plattformentwicklung in mehr als 50 Teams parallel über agile Entwicklung. Wir steuern uns durch 7 Gremien, die sich mit den unterschiedlichen Themen auseinandersetzen und setzen unsere Dienste auf einer holistischen Plattform um. Das ist das, was wir intern EFA-Plattform nennen. Und all das wird uns dieses Jahr weiter beschäftigen und auch die Folgejahre weiter beschäftigen. Sie haben es alle mitbekommen, OZG geht weiter, das OZG ist entfristet. Wir werden die Folgejahre uns damit auseinandersetzen, wie es weitere Dienste gibt. Wir werden uns damit auseinandersetzen, wie man mit diesen Diensten noch besser die Digitalisierung in der Verwaltung vorantreiben kann. Was haben wir bisher erreicht? Erreicht haben wir bisher, dass wir Stand Ende 2023 410 Dienste produktiv auf unserer Plattform haben. Wir haben insgesamt die Dienste an mittlerweile über 300 Behörden, aber zum Stand Ende 2022 knapp 300 Behörden ausgerollt. Das heißt, Dienste, die wir entwickelt haben, können auch in Nordrhein-Westfalen oder in anderen Bundesländern genutzt werden. Das ist das sogenannte EFA-Prinzip, was wahrscheinlich die meisten, die hier sitzen, schon gehört haben. Wir haben insgesamt auf der Plattform 1,1 Millionen Nutzerkonten aktuell aktiv und wir haben allein im letzten Jahr 500 Aufrufe unserer Online-Dienste zu verzeichnen. Also diese 410 Dienste wurden insgesamt 5 Millionen Mal genutzt. Das ist ein klares Zeichen, dass Digitalisierung der richtige Weg ist und dass auch das angenommen wird. Mal zum Vergleich, 3 Jahre früher, wenn man an 2020 zurückdenkt, dann waren das keine 5 Millionen Nutzung, sondern nur ungefähr 2 Millionen Nutzung. Also wir haben eine mehr als Verdopplung der Nutzung bei einer gleichzeitigen ungefähr Verdreifachung der Online-Dienste. Wie sieht das jetzt aus? Unser Ziel ist es, dass diejenigen, die davon was haben sollen, dass wir digitalisieren, und das ist aus unserer Sicht am Ende vom Tag der Bürger und der Sachbearbeiter in der Verwaltung, möglichst einfache Prozesse vorfinden, wie sie mit diesen Diensten interagieren können. Der Bürger soll quasi in der Lage sein, das, was er nutzen möchte, zu finden. Also er sucht sich den Antrag, er findet den für ihn passenden Online-Dienst, unabhängig davon, was das jetzt ist, mal als Beispiel einen Wohngeldantrag zu stellen. Er wird zum Online-Antrag weitergeleitet, das ist Punkt 3, kann den dort ausfüllen, kann ihn abschicken. Danach muss es für den Bürger völlig egal sein, was im Hintergrund passiert. Der Dienst, der Antrag, den der Dienst produziert, landet beim zuständigen Sachbearbeiter. Die Behörde, die zuständig ist, wird korrekt identifiziert. Und der Sachbearbeiter kann dann sich darauf konzentrieren, diesen Antrag zu bearbeiten, den Bescheid zu erstellen und den dann zuzustellen. Alles, was dazwischen passiert, zwischen Punkt 4 und Punkt 5, ist für diese beiden Anwender des Systems eine Blackbox. Da ist aber der Bereich, in dem unsere Plattform existiert. Wir bauen die Dienste so, dass sie für jeden gleichartig nutzbar sind. Wir versuchen darauf zu achten, sie in der User Experience so zu bauen, dass sie gut nutzbar sind, dass es ein angenehmes Nutzen des Dienstes ist, dass die erwartete Nutzung des Dienstes auch stattfindet. Das ist das, was wir in unserem Credo haben mit leicht wie Online-Shopping, dass wir sagen, der User findet sich wieder und wird nicht durch ein PDF-Formular beispielsweise erschlagen, das er ausfüllen soll. Und der Sachbearbeiter kann ganz normal in seinem Fachverfahren weiterarbeiten, ohne dass er jetzt merkt, dass irgendwas passiert. Mit dem Vorteil, dass der Dienst oder der Antrag schon digital im Fachverfahren im Idealfall angekommen ist. Heißt also im Kern, für unsere Plattform im Hintergrund wird
Funktionalität bereitgestellt, die notwendig ist, um den Antrag jetzt von A nach B zu bewegen. Wir haben verschiedene Komponenten in der Plattform, die wir zum Einsatz bringen. Das ist einmal auf der Nutzerseite die Möglichkeit, sich zu authentifizieren mit einem Servicekonto. Es ist die Möglichkeit, den Bescheid zu erhalten in Form eines Postfachs. Ich kann aber auch Funktionalitäten nutzen, die ich grundsätzlich kenne, wie zum Beispiel Bezahlfunktionalitäten oder Ähnliches. Wenn der Antrag dann gestellt worden ist, geht er auf eine relativ lange Reise. In der Vergangenheit war es so, man hat die Dienste so gebaut, dass sie im eigenen Kontext funktioniert haben. Schleswig-Holstein hat Dienste gebaut, die in Schleswig-Holstein funktioniert haben. Hamburg hat Dienste gebaut, die in Hamburg funktioniert haben. Und darauf haben sich die Länder konzentriert. Man hat also Lösungen geschaffen, die in der Lage waren, die Komplexität des Landes, in dem die Lösung bereitgestellt wird, abzubilden. Also Schleswig-Holstein konnte sehr gut das Flächenland Schleswig-Holstein bedienen. Es war aber nicht machbar, einen Dienst aus Schleswig-Holstein beispielsweise in Sachsen-Anhalt anzubieten oder in Nordrhein-Westfalen, weil die Komplexität dieser Flächenländer nicht vorgesehen war. Also man weiß zum Beispiel, wenn man einen Dienst mit einer Bezahlfunktion nutzt, wie ich das Geld nach Flensburg bekomme in Schleswig-Holstein, aber ich weiß nicht, wie ich das Geld nach Kassel bekomme, weil ich nicht weiß, wie man in Kassel Geld einnimmt. Das versucht man zu lösen, indem man jetzt das EFA-Prinzip umsetzt. Das EFA-Prinzip sagt, ein Land baut einen Dienst für alle. Das deckt jede Menge Lücken in der föderalen IT-Landschaft auf, die dann zu schließen sind, wie zum Beispiel das, was ich gerade beschrieben habe. Und das führt dazu, dass die Plattform deutlich weiter verteilt wird. Wir haben dafür auf der rechten Seite aufgelistet mal ein paar Beispiele. Es gibt in der Plattform Komponenten, die nichts anderes tun, als die Daten von A nach B zu bewegen, Datendrehscheiben. Da gibt es zum Beispiel hier unten den Nachrichtenbroker, das wäre dann eine Datendrehscheibe, die die Daten innerhalb der Dataportträgerländer bewegt, also in Schleswig-Holstein oder von Schleswig-Holstein nach Hamburg oder Ähnliches. Wenn ich so einen Wohngeldantrag aber zum Beispiel nach Hessen schicken möchte, dann hat Hessen keinen Nachrichtenbroker. Hessen hat eine sogenannte FitConnect-Plattform, die sie benutzen. Also muss die Plattform in der Lage sein, den Antrag, je nachdem welche Behörde zuständig ist, entweder über den einen Weg oder über den anderen Weg zu bewegen. Es darf aber für den Sachbearbeiter der Behörde keinen Unterschied machen. Er bekommt den Antrag zur Bearbeitung, unabhängig davon, ob er jetzt über den einen oder über den anderen Kanal gelaufen ist. Die Komplexität kommt dann aber da, ich muss trotzdem in der Lage sein, den Antrag von der Antragstellung bis zum Ankommen im Fachverfahren zu verfolgen. Also ich muss in der Lage sein, zu sagen, dass der Antrag durch den Nachrichtenbroker zum Beispiel zugestellt worden ist, damit ich sicherstellen kann, dass keine Anträge verloren gehen. Das ist ein dauerhafter Prozess, den wir abbilden, indem wir die Plattform einem entsprechenden Lebenszyklus unterziehen. Plattform und Online-Dienst, ein fertiger Online-Dienst und auch die Plattform werden dauerhaft diesem Ablaufprozess folgen. Wir haben immer eine Phase der Anforderungsklärung, wo wir entweder einen neuen Dienst uns anschauen und entscheiden, wie der zu bauen ist. Dann wird eine Technologie ausgewählt, der wird umgesetzt, dann wird irgendwann bereitgestellt. Und in der Plattform haben wir das Problem, dass wir identifizieren müssen, wo sind unsere funktionalen Lücken. Und diese Lücken werden dann geschlossen. Das ist ein Dauerprozess. Und je mehr EFA ausgerollt ist, desto besser werden wir in diesem Kontext. Also man findet jetzt in dieser Anfangsphase von EFA immer wieder Bereiche in der föderalen Struktur, die noch Lücken aufweisen. Und wir schließen sie eben über so einen Produktlebenszyklus in der Plattform. Also, das ist ein ganz klassisches Bild, das brauchen wir jetzt auch nicht intensiver sich vorzustellen, aber im Kern ist es so, dass ich dauerhaft mich in einem Entwicklungsprozess befinde, der die Landschaft immer weiter miteinander verzahnt, damit ich immer besser in der Lage bin, innerhalb der Landschaft Dinge zu verfolgen bzw. Aussagen zu treffen, wie sich ein Antrag innerhalb dieser Bewegung verhält. Wenn ich dann so einen Dienst gebaut habe, dann ist die Frage viel spannender für die Kommune, wie komme ich jetzt an so einen Dienst dran? In der Vergangenheit war es so, wenn die Kommune oder eine Behörde einen Dienst haben wollte, musste sie den Dienst erst entwickeln für sich selbst. Das ist jetzt nicht mehr notwendig. Die Fokusleistungen, die gebaut werden, beziehungsweise die Dienste, die jetzt gebaut werden, haben einen sehr starken Fokus darauf, dass sie nachgenutzt bzw. mitgenutzt werden. Nachnutzung, Mitnutzung, am Ende vom Tag ist es das Gleiche aus Sicht der Kommune. Es geht darum, einen Dienst, der schon existiert, für mich nutzbar zu machen. Dafür gibt es mehrere Möglichkeiten, an sowas ranzukommen. Es gibt einmal regionale Lösungen, wie zum Beispiel den OZG-Shop. Das ist eine Lösung, die aktuell in Schleswig-Holstein unterwegs ist. Im OZG-Shop werden Leistungen zur Verfügung gestellt, die für schleswig-holsteinische Kommunen verfügbar sind. Das heißt, die Kommune kann in diesem Shop nachschauen, welche Leistungen aktuell verfügbar sind, kann sie dort buchen und kann sie dann in Betrieb nehmen, ohne dass sie selber Entwicklungsaufwand in das Thema reinstecken muss. Oder man geht den größeren Schritt und sagt, ich schaue mal an, was die ganze Republik so baut an EFA-Leistungen. Und dann geht man in den sogenannten EFA-Marktplatz oder den Fit-Store. Das sind
Bereiche, in denen diese Leistungen zur Verfügung gestellt werden und buchbar werden. Das heißt, ich bin als Schleswig-Holsteiner in der Lage, eine Leistung zu bestellen, die Bayern oder Baden-Württemberg gebaut hat. Und kriege da einmal das Rundum-Sorglos-Paket. Ich kriege die gesamte Vertragslandschaft, ich kriege ein Preismodell, das bundeseinheitlich geregelt ist und kann dann diese Leistung beziehen. Auch das wieder, ohne dass ich selber Entwicklungsaufwand in das Bauen des Antrags stecken muss. Was dann übrig bleibt für eine Kommune ist einmal das Pflegen der eigenen Datenbasis, damit man dann seine Bürger darüber informieren kann, ich habe diesen Dienst im Angebot, das ist in den Zuständigkeitsfindern der jeweiligen Länder, passiert das. Und die Befähigung der eigenen IT-Landschaft, Anträge entgegenzunehmen. Wir haben im Moment den Umstand, dass in gerade kleineren Kommunen der Fall ist, dass sehr viele Fachverfahren im Einsatz sind, die älterer Natur sind. Die sind gar nicht in der Lage, Anträge digital entgegenzunehmen. Oder die Kommunen sind so klein, dass sie überhaupt keine Fachverfahren anbieten. Da wird ganz viel noch auf Papier gemacht. Auch dafür muss es Lösungen geben, wenn man ernsthaft den Weg gehen möchte, dass alles zu digitalisieren ist. Auch dafür gibt es Lösungen. Wir haben hier in der Nebenlandschaft gibt es einmal den Stand zu Modul F, der ist da hinten drüben, und den Stand zum sogenannten OZG, zur OZG-Cloud, die diese Fragestellung mit adressieren wollen. Ich werde jetzt zu Modul F nicht so viel sagen, weil sonst kriege ich vom Folgevortrag wahrscheinlich einen auf den Deckel, denn die stellt das gleich vor. Aber wenn eine Kommune zum Beispiel selber nicht in der Lage ist, Anträge digital entgegenzunehmen, kann sie sich über solche Lösungen wie die OZG-Cloud einen Bereich schaffen, in dem sie in die Lage versetzt wird, solche Anträge digital entgegenzunehmen. Das heißt, es ist ein Bereich, der ein rudimentäres, allgemeines Fachverfahren zur Verfügung stellt, das in der Lage ist, digital Anträge entgegenzunehmen, sie anzuzeigen, sie zu bescheiden, sie weiter zu bearbeiten und dann zuzustellen, ohne dass die Kommune seine eigene IT-Landschaft schon an der Stelle angepasst haben muss. Und darauf wird der Fokus liegen in den nächsten Jahren, dass wir die Digitalisierung der Antragslandschaft, die wir jetzt die letzten Jahre sehr stark betrieben haben, bis in die Amtsstube treiben und die Kommunen in die Digitalisierung bringen. Und damit wäre ich eigentlich schon durch, wenn Sie sich die Dinge intensiver auseinandergesetzt haben wollen. Sie können da drüben am Stand sich den gesamten Prozess zeigen lassen, von der Idee eines Online-Dienstes bis hin zur Umsetzung in der OZG-Cloud oder im Modul F. Und jetzt wären Fragen und ich glaube, ich bin in time. Du bist super in time. Herzlichen Dank für deinen Vortrag, für deinen Input. Applaus. Ja, wenn Sie Fragen haben, dann können Sie sich melden. Meine Kollegin hat ein Mikro und würde dann zu Ihnen kommen und dann können Sie Ihre Frage stellen. Gibt es Fragen? Sie können sich auch, hier ist direkt eine Frage. Die Frage bezieht sich jetzt so ein bisschen auf die Anfangsvolumina, die Sie dargestellt haben. Da waren was von 1,1 Millionen Nutzerkonten drauf. Das heißt, das sind das alles Konten, die nur mit einer User- und Passwort-Authentifizierung vorhanden sind oder sind das auch welche, die mit einem NPA authentifiziert sind? Das ist unterschiedlich. Also alle Konten, die da genannt sind, sind Nutzername, Passwort und es gibt die Möglichkeit, die Konten dann höher zu klassifizieren und die sind dann tatsächlich in der Lage, sich mit einem NPA anzumelden. Und dann gibt es noch die Unterscheidung nach Bürgerkonten und Unternehmenskonten. Aber insgesamt sind es 1,1 Millionen. Anschlussfrage nach OZG 2.0, würden die dann in die Bundeskonten migriert werden? Ist richtig. Das OZG 2.0 sieht vor, dass die Bürgerkontenlösung, die wir aktuell haben, in die sogenannte Bund-ID überführt werden. Da wird gerade dran gearbeitet und dann würden diese Konten perspektivisch für die Bürger wegfallen. Und bei den Servicekonto Business ist vorgesehen, dass da ein Übergang ins MeinUK stattfindet. Anhand der Fragen sieht man, dass viele Experten und Expertinnen hier im Publikum sitzen. Gibt es noch weitere Fragen? Noch nicht. Ich habe natürlich eine Frage. Du hast ja jetzt gesagt, wie wir Online-Dienste, wir als Dataport managen, entwickeln und betreiben. Was sind so die größten Herausforderungen für die Kommunen? Also du sagst OZG-Shop, aber gibt es große Herausforderungen und von dir dann auch Empfehlungen für die Kommunen?
glaube, die größte Herausforderung ist dieser Kulturwandel, der dadurch stattfindet, dass ich mich in die digitale Welt begebe, vollständig. Ganz viele Kommunen sind einfach noch nicht so weit, dass sie ihre Prozesse digitalisiert haben, sind auch nicht in der Lage, in ihren Amtsstuben diese Prozesse zu etablieren. Und es gibt einen sehr starken Willen oder Wunsch, an der Gestaltung dieser einzelnen Dienste mitzuwirken. Also man möchte sich gerne selbst verwirklichen, man möchte seine eigenen Prozesse erhalten, man möchte auch gerne seine eigene Identität ein Stück mitretten in diese neue Welt. Das Problem ist, dass das nicht skaliert. Also wir haben, das ist das, was in den letzten Jahren immer durch das Dorf getrieben worden ist, da ist immer davon geredet worden, wir haben 575 Leistungen im OZG und die werden umgesetzt und dann sind wir alle fertig. Prima. Es sind aber keine 575 Verwaltungsleistungen, sondern jede einzelne dieser OZG-Leistungen lässt sich in mehrere Dutzend meistens Online-Dienste verteilen. Je nachdem, wie man das zählt, reden wir also von mehreren tausend Diensten, die umzusetzen sind. Und es ist völlig utopisch zu glauben, dass man in der Lage ist, für jeden einzelnen dieser Dienste seine eigenen Interessen und Prozesse in diese Dienste reinzudeklinieren. Das heißt, es muss eine Bewegung stattfinden, wo man sich darauf verlässt, dass auch andere in der Lage sind, Dienste zu bauen, die prozessual sinnvoll sind und die von der Abbildung der Gesamtlage her auch gesetzeskonform sind. Das ist das, was Eva jetzt für bestimmte Dienste übergreifend verfolgt, also von diesen, leider funktioniert der Pointer nicht mehr, ach doch, jetzt geht er wieder, von diesen 450 geplanten Diensten bis Ende des Jahres sind 120 Eva-Dienste. Das heißt, diese Dienste werden von Ländern für alle anderen gebaut. Da kann man mitgestalten bis zu einem gewissen Grad, aber die sind dann quasi fertig. Oder auch die eigenen Dienste, die man baut, Baumfällegenehmigung ist eines meiner Lieblingsbeispiele, auch da muss man sich überlegen, ob man das, was man da im Moment macht, ob man daran festhalten möchte. Bei Baumfällegenehmigungen hält man so Diskussionen wie, wann darf ein Baum gefällt werden? Und dann kommt die eine Kommune und sagt, das ist überhaupt kein Problem, wir müssen nur wissen, wie hoch der Baum ist. Und die nächste sagt, warum wollt ihr wissen, wie hoch der Baum ist? Mir reicht es aus, zu wissen, wie alt er ist oder welchen Umfang er hat oder welchen Durchmesser er hat oder was. Und dann messen wir in 1 oder 2 oder 3 Meter Höhe. Also es gibt die unterschiedlichsten Auslegungen dazu und wir geben auch unterschiedliche Budgetsätze dafür an, also was wir an Kosten einnehmen. Das ist in Ordnung, aber man muss sich die Frage stellen, will ich einen Dienst selber bauen oder kann ich darauf mich zurückziehen, ich sage, okay, dann nehmen wir halt statt dem Durchmesser auch den Umfang. Und dann kann ich den Dienst nachnutzen. Also man muss sich quasi davon zurückziehen, von der Idee, dass man jeden Dienst den eigenen Interessen 100% anpassen können wird. Das wird nicht skalieren. Ich höre da so ein bisschen Standardisierung versus Individualanforderungen. Ja. Wie geht ihr denn damit um als Programm Daedalus, das Online-Dienste baut, wenn dann diese ganzen Individuallösungen gefordert werden? Die Beratung geht immer dahin, dass man versucht, die Dienste so zu gestalten, dass sie eben von mehreren nutzbar sind. Mhm. Also gerade bei den EFA-Diensten ist das per Definition so, dass sie so gebaut werden. Aber es ist immer das Interesse bei der Beratung, dafür zu sorgen, dass man hinterfragt, ob nicht ein Dienst, der schon existiert, der das gleiche Thema adressiert, genutzt werden kann, statt einen neuen Dienst zu bauen. Oder ob man, wenn man schon den neuen Dienst baut, sich Partner findet, die das gemeinsam machen wollen. Dass man den dann direkt so gestaltet, dass man ihn mehrfach nutzen kann. Mhm. Schauen wir ins Publikum, ob es Fragen gibt. Du hast gesagt, Ende des Jahres sollen mehr als 450 Online-Dienste zur Verfügung stehen. Wir sind jetzt so, wir haben noch ein gutes halbes Jahr und es läuft ja auch schon eine ganze Zeit lang. Was würdest du sagen, ist so der größte Erfolg bis hierher in der Entwicklung von Online-Diensten? Vielleicht auch in der Zusammenarbeit mit Kommunen? Ich würde jetzt ehrlich gesagt, diese Zusammenarbeit mit den Ländern, wir haben es, also das OZG selbst ist nicht zum 31.12. letzten Jahres erfolgreich abgeschlossen worden. Das lässt sich auch nicht schönreden. Es ist viel erreicht worden. Und was man sagen kann, ist, die Nordländer oder die Dataport-Trägerländer, Sachsen-Anhalt möchte nicht zum Nordland gezählt werden, wenn ich es richtig im Kopf habe, ist eher Mitteldeutschland, sind in der Umsetzung des OZG sowohl absolut als auch relativ auf den ersten 3 Plätzen. Also sie haben die meisten Dienste in ihren eigenen Themenfeldern umgesetzt, teilweise 100%. Und sie haben auch die meisten Dienste absolut am Start, wenn man das bundesweit vergleicht. Ich finde, das ist ein Zeichen dafür, dass hier die Zusammenarbeit sehr gut funktioniert. Die Nordländer sind es gewohnt zu kooperieren. Das ist was viele andere erst lernen mussten, wie ich jetzt mit anderen Ländern zusammenarbeite, wie einige ich mich darauf, Dienste zu gestalten oder auch nicht zu gestalten. Und da haben wir mit unseren Ländern einen deutlichen Vorsprung vor dem Rest der Republik. Und den tragen wir auch
mit. Und das ist, glaube ich, das, was man, auf das man dann stolz sein kann. Mhm. Und vielleicht, wir haben jetzt viel über Online-Dienste und das OZG gesprochen. Ich habe mal recherchiert und du hast mal in einem Interview gesagt, dass das OZG nur ein Baustein ist, um Verwaltung digital zu denken. Hast du einen weiteren Baustein für unsere Kommunen, wo du sagen würdest, neben dem OZG ist das auf jeden Fall, denken Sie das mit? Also als ich dieses Interview gegeben habe, gab es OZG 2.0 noch nicht. Da war der Fokus vollständig auf der Antragsseite und noch nicht auf der Digitalisierung der Fachverfahren angelegt. Das hat sich jetzt geändert. Zusätzlich muss man Registermodernisierung erwähnen. Das ist was, was in vielen Kommunen noch gar nicht inhaltlich angekommen ist, dass das stattfindet und was das nachher bedeutet. Aber im Kern geht es darum, unsere gesamte Registerlandschaft A zu komplettieren. Also es gibt in der Registerlandschaft viele Lücken, die es zu schließen gilt. Und dann aber auch diese Register so intelligent miteinander zu vernetzen, dass wir besser in die Lage versetzt werden, Anträge auch proaktiv zu bearbeiten. Also eine Vision, die Bremen hatte, als sie vor mehreren Jahren Elfe gestartet hatte, war, da sitzt ein Paar im Krankenhaus, hat gerade ein Kind bekommen und dann drückt man die App auf, drücken auf den Knopf und sagen, Fritzchen ist geboren, klick. Und alles, was man so an Anträgen stellen kann als Eltern, überall da, wo man Anspruch drauf hat, wird automatisiert gestellt. Also man muss sich nicht darum kümmern, wie beantrage ich Kindergeld, wie beantrage ich irgendwelche weiteren Sozialleistungen. Das passiert alles automatisch. Weil die Verwaltung diese Informationen in aller Regel schon hat. Die wissen, ob man Sozialleistungen bezieht. Die wissen, wie viel Einkommen man hat und so weiter. Die wissen, wo man arbeitet. Diese Daten dürfen aber klassischerweise nicht miteinander verschränkt werden. Und die Registermodernisierung möchte diesen Bruch auflösen, sodass solche Arten von Anwendungen dann möglich sind. Das wird aber sehr viel Arbeit produzieren, bis wir da hingekommen sind, weil Datenqualität erhöht werden muss, weil Register neu gefüllt werden müssen, weil sie aktualisiert werden müssen. Das wird eine Mammutaufgabe, die uns aber mit Sicherheit die nächsten 5 bis 10 Jahre beschäftigen wird. Wir haben noch Zeit für eine Frage. Haben Sie noch eine? Dann, also die letzte Frage schließt vielleicht daran an, du sagst, daran sind wir dann die nächsten 10 Jahre beschäftigt. Das heißt, all diese 650 Kollegen und Kolleginnen sind weiter in Beschäftigung und der Lebenszyklus geht weiter oder endet dieser Lebenszyklus, den du vorgestellt hast? Der Lebenszyklus wird weitergehen. Es wird immer so sein, dass neue Verwaltungsleistungen entstehen werden. Dafür braucht man den Entwicklungsprozess. Es wird auch immer so sein, oder auf sehr lange Zeit zu sein, dass sich die Plattformen weiterentwickeln und anpassen müssen an das, was sich in der Landschaft im föderalen Kontext tut. Auch da werden Arbeiten stattfinden. Was sich verändern wird, ist, wie viele Dienste man parallel begleitet. Im Moment ist es so, es gibt sehr viele Mittel, die der Bund zur Verfügung stellt, um hier eine Parallelisierung zu erreichen und Geschwindigkeit. Das wird sich in Zukunft etwas verändern, wo die Gelder herkommen und wie sie daherkommen. Auch da ist das OZG 2.0 gerade in interessanten Diskussionen drin, Stichwort Kommunalpakt. Aber das wird weitergehen. Sehr gut. Das hört nicht auf. Dann vielen Dank, einen großen Applaus an Florian Becker und an das Programm Dedalos. Herzlichen Dank.